Willkommen, liebe Artischock-Zuschauer, Leser und Zuhörer, zur neuen Ausgabe von Artischott, zu dem Film Mein Sohn von Lena Stahl. Und ich grüße auch dich, Stefan. Ja, wir haben beide den Film gesehen. Und ja, worum geht es eigentlich in dem Film? Ich möchte vielleicht noch kurz was vorhersagen. Ja. Nicht das Wetter hoffentlich. Nein, vorneweg sagen. Okay. Weil diese Methode Artischott, soweit ich verstehe, ist ja die, also dass man Filme schaut, sich unterhält, aber vorher keine Absprachen trifft, außer die minimal, dass halt wer anfängt. Und man weiß ein paar Tage vorher Bescheid, wenn es gut kommt. Manchmal geht man gleich nach einer Pressevorführung hin und ist dann völlig unvorbereitet. Hier habe ich ein paar Tage gehabt und da entwickelt sich dann sowas und du fragst, worum es geht. Und dann würde ich sagen, mein Fazit, es geht um eine fixe Idee dieser Regisseurin, die sie auf Biegen und Brechen in eine Geschichte zu packen versucht. Und diese fixe Idee ist die, eine Mutter-Sohn-Geschichte. Und zwar möchte sie die beiden, es ist ein unentschiedenes Verhältnis, also nicht ein konfliktfreies, sondern es ist eher ein Nicht-Verhältnis. Und sie möchte die beiden Personen in einem Volvo auf eine Reise schicken. Das ist mir erst heute eingefallen, dieser Volvo ist wahrscheinlich eine Hommage ans skandinavische Kino, was die Regisseurin sehr verehrt. Sie war offenbar auch mal da eine Weile. Das hat sie im Zusammenhang mit irgendeinem Podiumsgespräch beim Filmfest gesagt. Kann man im Internet nachschauen. Ja gut, ich hole erstmal Verstärkung. Du holst lange aus. Weck mich, wenn nein, ich kann. Oh, ist das so einschläfernd? Nein, aber sorry. War ein Spaß. Sorry. Das schockiert mich jetzt. Nein, ich kann dir das jetzt schon, ich kann dir das natürlich weiter erklären. Ja. Das, weil das sind dann auch die Perlen im Film. Diese Szene mit Mutter, das ist die Anke Engelke. Und der Sohn ist der Jonas Dassler. Jonas Dassler. Dassler, genau. Also, das ist fantastisch. Das ist sicher orientiert am skandinavischen Kino, hat diese, ich weiß nicht, diese Leichtigkeit, vielleicht auch die Tiefe, eine tolle Kamera, super Atmosphäre, Teamgeist kommt rüber. Also das funktioniert, würde ich sagen, hervorragend. Mhm. Aber bis wir dahin kommen. Ja, dahin. Ich dachte jetzt natürlich mit, worum geht's, dass du jetzt erstmal den Plot auch erklärst. Ja, den Plot, den kann ich nicht. Den kann ich nicht, weil ja. Es ist ein unentschiedenes Verhältnis. Was ist los? Die haben ein Nichtverhältnis, die beiden. Naja, aber es ist zunächst mal ein Roadmovie. Jetzt vielleicht, weil wir genau, das habe ich ja schon gesagt. Von vorne anfangen. Ja. Genau, es geht also um eine Mutter, die ihren Sohn, weil er eine schwere Verletzung beim Skateboardfahren sich zugezogen hat, in eine Klinik fährt. Und dort soll er eben wieder einigermaßen heil gemacht werden. Es stellt sich, ja, gut, mehr wird vielleicht nicht verraten. Genau, deswegen kommen sie eben zu diesem Kammerspiel in dem Volvo und fahren eben sozusagen von Berlin, wo die ganze Geschichte ihren Ursprung hat, fahren sie in die Schweiz und machen eben auch Station. Sie besuchen zum Beispiel die alte Kinderfrau von dem Jason und die in so einer Selbstversorgerkommune leben und ja, machen da auch wieder ganz interessante Erfahrungen. Also das nur einfach mal zum Handlungsplot. Das ist genau. Ja in Tschechien, ja. Oder? Da, wo sie die besuchen. Ja. Es ist ja, also mich hat halt der Film von Anfang an schon ein bisschen irritiert, schon vom Titel her, Mein Sohn. Also wenn man keine weiteren Informationen hat, kann das ein Vater oder eine Tochter sein, oder eine Frau sein, eine Mutter sein. Ja. Die darüber spricht. Es gibt zum Beispiel den Film Mutter und Sohn von dem Peter Netzler aus Rumänien von 2013. Es gibt aus jenem Zeitraum einen ähnlichen Film, quasi die augenzwinkernde Variante mit Barbara Streisand und Seth Rogen, die auch einen Roadmovie machen. Oder eben Oedipussy. Das sind alles Mutter-Sohn-Verhältnisse, wo die Söhne sehr muttergestört sind. Und hier aber dieser Jason, das ist ja ein toller, aufgestellter Typ. Sieht super aus, sportlich und ja, tut da Skateboarden. Und ich glaube, seine Mutter vermisst er nicht und hat das Liebesleben, Partyleben, Kiffen, Trinken, ich weiß nicht was alles. Also da ist kein Problem zwischen den beiden. Ich glaube, die treffen sich auch nicht. Mhm. Und jetzt kommt aber noch was Weiteres dazu. Also der Titel ist schon nicht ganz so eindeutig. Dann stellt sie dem Film ein Rilke-Zitat voran. Ich vermute, da geht es um diese Umwege, weil die PR vom Film verweist immer wieder darauf, um Umwege. Und wieso setzt sie jetzt diese, dann braucht sie ja zuerst ein Ziel.
wenn man von Umwegen spricht. Ja? Und das ist am Anfang vom Film alles nicht so klar. Also dann kommt das Rilke-Zitat, dann kommt ellenlang atmosphärisch die Skateboard. Leute, wer noch gar nichts weiß vom Film, ist nicht sicher, sind das Väter oder sind das Söhne. Man weiß nicht, welcher der Protagonist ist. Dann macht er diesen Unfall und dann fällt wie aus heiterem Himmel diese Mutter, die eigentlich die Ich-Erzählerin ist vom Titel her, fällt in dem Film, man sieht nur ihre Beine, man sieht sie von hinten, bis man überhaupt merkt, dass das die Mutter ist. Und dann kommt diese Spitalgeschichte. Mhm. Und da gibt es, ich muss mich irgendwie bremsen, und da gibt es dann zum Teil sehr detaillierte medizinische Informationen, die dann dazu führen, dass der eben in der Schweiz eigentlich nur sich heilen kann. Aber wenn Sie schon so detailliert und konkret tun, dann sollten Sie aber auch ein bisschen zum Beispiel aufs Krankenkassensystem zu sprechen kommen. Auf das. Ja, warum nicht? Also wenn schon so detailliert wie die medizinische Dinge sind. Und dann davon ableitend, dass Sie wirklich nur mit Ihrem rostigen oder lottrigen Volvo den Sohn in die Schweiz bringen muss. Also ich finde diese Begründung auch schon eben sehr an den Haaren herbeigezogen. Ja, ich bin ja von dieser ganzen Ansammlung von, das klingt alles sehr vorwurfsvoll, also dass du dir ganz andere Sachen erwartet hast. Also ich bin ja eigentlich sehr viel, ich kann auch mal gerne ein Rilke-Zitat, obwohl ich ihn sehr liebe, auch mal überlesen. Ich lasse mich dann mehr auf den Film ein. Also obwohl diese, du hast angesprochen, die Perspektive, mein Sohn. Ja. Und das habe ich mich am Anfang natürlich auch gefragt, weil, wie du richtig sagst, beginnt es ja mit dem Sohn. Man sieht erst so genau. sein man Leben weiß nicht mal, welcher, und dann seinen Unfall. Ja. Aber ich finde, insgesamt auf den ganzen Film gesehen, bekommt man eigentlich mehr von der Marianne mit, Marlene. Die Anke Engelke spielt. Ja. Das wäre auch eine interessante Frage. Anke Engelke ist jetzt durch viele Formate auch natürlich immer präsent als die Komikerin. Findest du, wie ging es dir da? Hast du ihr die ernste Rolle abgenommen? Oder? Ich hab im Moment so schon, dann so mit einigen Tagen Distanz oder wie ich jetzt wieder nachgedacht habe, ist mir praktisch nur noch wie ein Schatten von Nina Hoss erschienen. Und da habe ich gedacht, Marlene, der berühmteste Marlene-Name in Deutschland ist Dietrich. Und im Moment die beste Schauspielerin ist Nina Hoss. Also sie kam mir fast wie ein Schatten vor. Entschuldigung, da muss ich jetzt noch eine andere Frage stellen. Warum heißt der Sohn Jason? Ja gut. Ich meine, so einfach irgendeinen Namen nehmen, das geht ja nicht. Dann könnte man sagen, der sieht ja aus wie ein Jason. Also man traut ihm den Abenteuer zu mit den Argonauten, mit 50 Leuten übers Meer nach, weiß Gott, mit Kolchos oder wo, das goldene Vlies rauben wollen. Das passt alles. Aber wissen wir was über seine Mutter? Ist das irgendwie kulturhistorisch ein Thema gewesen, die Polymede, und ist nicht mal sicher, ob es die Polymede ist, es könnte auch die Alkimede sein, die sich dann umgebracht hat. Also ist diese Mutter irgendein kulturhistorisches Thema? Während zum Beispiel wie heißt der, Ödipus? Das kennt man ja. Aber da bewegt sie sich dann sozusagen möglicherweise auf einem zugewachsenen Gleis oder ich weiß mindestens nichts drüber, dass da viel Ja gut, das ist immer die Frage, ob das intendiert ist. Also du jetzt die ganzen archäologischen Bezüge mit dem Namen. Auf der Suche nach Das ist ein schönes Gedankenspiel, aber vielleicht bleiben wir doch mal konkreter wirklich bei dem Film. Also ich finde einfach, was da passiert auch auf dieser Reise. Also du hast es am Anfang schön gesagt, dass sie eigentlich gut ohne auskommen. Also er braucht seine Mutter nicht, er strebt seine Skateboard-Karriere an und jetzt ist er eben zum ersten Mal tatsächlich hilfsbedürftig. Ja. Also am Anfang sieht er das noch nicht ein, weil er auch nicht weiß, dass die Klinik, wo die hinfahren, also die Mutter sehr, sehr viel Kosten und Mühen bemüht hat, um ihm da überhaupt einen Platz zu besorgen. Und das ist, er merkt auf dieser Reise, was die Mutter alles für ihn geopfert hat. Und das finde ich schon ein sehr spannendes Thema, überhaupt eben zwischen Eltern und Kindern. Er erfährt zum Beispiel, dass sie ist Fotografin, die Marlene, und sie hat ihre Filmkarriere, sie hat ein sehr interessantes Angebot in New York, dort eine Ausstellung zu machen, dorthin zu gehen. Aber sie hat es, weil er da war oder kam, das lässt der Film, glaube ich, offen, in ihrem Bauch war, also schlägt sie diese Karriere aus. Das erfährt er so nebenbei und was sein Blick auf sie und ihr Verhältnis auch wieder verändert. Und ich finde, das sind viele schöne kleine Szenen auch, also jetzt abgesehen vom ganzen Mythologischen, einfach sehr schön beobachtete kleine Szenen zwischen Annäherung und Distanz. Zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, es geht darum, wo übernachten sie. Ja? Also, dass sie bekommen
nur ein Bett, ein Hotelbett. Ja, genau. Und dann geht's darum, will ich mit meiner Mutter jetzt in diesem Doppelbett schlafen? Ja, also das sind so, finde ich, ganz konkrete Aufhänger, wo sich die Beziehung immer wieder neu definiert und entwickelt. Und er entscheidet sich dann, im Auto zu schlafen. Natürlich, das geht ja gar nicht mit der Mutter im Hotelbett. Und also das sind so... Das habe ich auch gesagt. Das sind für mich Dinge, die Perlen in dem Film. Ja. Nur sind die nicht irgendwie an einem Faden aufgereiht. Es ist keine richtige Perle. Ja, ein Roadmovie hat ja, das ist ja das Wesen des Roadmovies, dass er einzelne Perlen aneinander fügt. Ja, also. aber es ist diese Herleitung, das ist mir alles so zurechtgebogen, ja. Bis die da hat, das hätte sie auch viel schneller und einfacher machen können. Und das ist natürlich toll, wie die das spielen auch. Also das ist super. Aber ich habe eben das Gefühl, mich hat der Film unbefriedigt zurückgelassen, weil eben dieses Drumherum, da habe ich jetzt diese anderen Filme erwähnt, wo du einfach sofort irgendwie Bescheid weißt, hier muss man das mühsam rausklamüsern, was die Mutter für eine Vergangenheit hatte, was die für ein Verhältnis hatten, was eigentlich der treibende Motor dann ist, die Konflikte, die haben. Aber spielen tun sie es toll. Ja, also ich finde, dass es sich eher episodisch ergibt, wie halt beim Roadmovie. Ja. Also jede Station, also erst sind sie in dieser Kommune und da erfährt der Sohn eben einiges über seine Mutter. Da werden auch sehr schön so ihre unterschiedlichen Lebensweisen eigentlich dargestellt, weil eben der Sohn völlig abfährt auf diese Selbstversorger-Hippies und die Mutter sagt, dass ihr lebt doch nicht in der Realität, also wo einfach unterschiedliche Welten aufeinanderprallen. Das fand ich spannend oder sagt mehr über die Figuren aus. Sind vielleicht jetzt nicht alle Stationen unbedingt zwingend. Insofern mit den Perlen, das kann ich nachvollziehen, den Vorwurf. Aber ich finde, das ist so ein bisschen auch das Wesen, wie gesagt, des Roadmovies. Und also ich habe Anke Engelke also in der Rolle, also hat mir gut gefallen. Also ich habe da sehr bald vergessen, dass es die fantastische und von sehr vielen zu Recht sehr geliebte und geschätzte Komikerin ist, sondern sie findet, sie kann das auch. Und der Jonas Dassler ist auch ein großartiger Schauspieler, der hat ja hier den Massenmörder gespielt, in dem Goldenen Handschuh, also und hat auch andere große Rollen, spielt Theater und spielt hier einfach da mal jetzt den 20-Jährigen, obwohl er 25 ist, also das zeigt auch einfach seine Vielseitigkeit, also von dem werden wir sicher noch viel hören. Also glaubst du denn, der Film wird laufen? Ich weiß es nicht, also es ist sicher kein Kassenschlager, natürlich. Ja, eben, dann fragen wir immer, warum denn nicht? Weil das Thema ist ja existenziell oder elementar. Ja. Warum? Das müsste eigentlich alle Leute betreffen. Das dafür ist er auch nicht poppig genug. Also ich denke, er ist eben eher ein ruhiger Film, der leise Momente hat und von diesen kleinen Szenen lebt. Zum Beispiel eine berührende Szene oder die so diese Unsicherheit der Mutter auch zeigt, als er in der Badewanne sitzt und sie ihm so den Rücken von ihm anfasst, den Nackten. Ja? Also das ist so diese, was ist da? Darf ich das bei meinem Sohn oder nicht? Oder wer ist mein Sohn geworden? Es gibt auch andere Geschichten über Mutter, die Hände meiner Mutter. Da ging es um Missbrauch von der Mutter. Genau, aber da sind wir natürlich weit entfernt. Ja, davon. Aber nur. Also, genau. Also das Thema will er nicht. Aber sind wirklich so leise Töne, die mir in dem Film sehr gut gefallen. Aber ich glaube, die ganzen Fragen kann ich dir auch nicht beantworten, Film in dir aufgeworfen hat. Auch mythologisch gesehen. Sollen wir es dabei belassen? Oder hast du noch was du ansprechen würdest? Die Schauspieler haben wir erwähnt. Das Drehbuch eben hat die Lena Stahl ja selber geschrieben. Ja, genau. Mir gefällt es. Und da habe ich halt mein Problem damit. Aber ja, also die Perlen sehe ich. Mündet das dann in einen Bad-Shot? Ich würde einfach sagen, ich nipp hier ein Schlücken bitter. Ja, also für mich ist das ein sehenswerter Film, ein Good Shot. Also. Ja, voll, cheers, freut mich. Ey.